genau. Mehr Space. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch die ganzen Brotkrümel, die da unten übrigens von Hänsel und Gretel hinterlassen wurden, sind auch nicht schlecht. Gut, okay. Das heißt, hier unten haben wir dann eigentlich alles erledigt, was zu erledigen war. Das heißt, wir können wieder zurück auf Hauptkurs gehen. Wobei, hier müssen wir, an dem Raum müssen wir ja nochmal vorbei. Das heißt, ja doch, genau, ja. Also später müssen wir hier nochmal durch. Kurz bevor wir das Zahnrad einsetzen. Genau, Club Key war, glaube, ja. War auf jeden Fall hier hinten. Habe ich ja vorhin nochmal erwähnt. Direkt an den Raum mit dem Licker natürlich vorbei. ich brauche natürlich noch hier die hier. Leiter. Daddy Dustin Leiter. Genau, das Green Earpy haben wir schon mitgenommen. Den Leiter für das Rätsel und sind wir auch schon gut beraten. Deswegen sage ich ja, diese Methode von wegen, dass man Items droppen kann, ist halt echt ein bisschen besser. Als die Methode eben hier. Okay, 24. Ah, na, okay. Waren nur 24 Bowls, die wir da hatten. Hey, Bowls. Ja. Genau. So, ausgestattet mit Leiter. Yep. Trotzdem, generell ein bisschen wenig Grenade Rounds. Ich denke mal, das Problem werden wir auch noch irgendwann beilegen können. Aber ja, Club Key, letzter Key, den wir eben letzten Endes brauchen. Das heißt, wie angesprochen, haben wir jetzt, glaube ich, jede einzelne Tür hier im Polizeipräsidium auf jeden Fall unlocked. Der Zustand, den es eigentlich schon von vornherein hätte haben sollen. Jede einzelne Tür. Und ich glaube, rangtechnisch sind wir auch noch ganz gut am Start. Und hier vielleicht eines der schwierigeren Rätsel. Okay. Eines der schwierigeren Rätsel, wenn man so möchte. Weil es halt einfach nur Trial and Error ist. What? Ja, ist klar. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh geschossen. Als kleine Information. So. Den Film haben wir da nochmal rumliegen, aber das sollte uns nicht weiter interessieren. So. Ich glaube. Doch. Achso, nee, hier hinten, ja. So. Ich glaube, das war hier die Kombination bei Lian. Ja, Computer sagt nein. Ich versuch's trotzdem mal von der Mitte aus. Yes, okay. Relight my fire, sehr schön. Genau, dann brauchen wir eigentlich gleich nur noch die... Moment, war das ein Report? Ich glaube nicht. Aber besser mal nachprüfen. It's totally messed... Oh! Ne. Aber gut zu wissen, dass hier nochmal ein First Aid Kit, First Aid Spray ist. The wheel is missing, yeah, no shit. So, das Cogwheel. Und auf jeden Fall brauchen wir noch... Die Crank. Da müssten wir, glaube ich, gleich schon den Bossfight gegen E.T. wieder haben. Sollte nicht mehr allzu weit entfernt sein, zumindest. War ja ungefähr direkt nach dem Abschnitt mit Ada Wade. Im Lian-Szenario. Ich glaube, hier war kürzer. Müsste eigentlich.
Weil hier kommen wir nochmal auf einem... Obwohl, ich glaube, da oben kommen wir auch nochmal an einem Safe Room vorbei, oder? Gehen wir auf Nummer sicher. Wir müssen auf jeden Fall in die Library. Und wenn wir in der Library sind übrigens, dann werden wir auch sehen, dann kommt diese Sequenz, in der die Zombies eben durchbrechen. Das heißt, davor auf jeden Fall schon... das Item der Begierde einsetzen. So, Crank. Also den Cord. Die Cord. Das Cord. Ich glaube, die Crank legen wir auch direkt ab. Gut möglich. Ich nehme schon mal zur Sicherheit eben die, den Grenade Launcher mit. Weil ich bin mir gerade unsicher, ob wir... Ja doch, wir haben davor auf jeden Fall noch einen Safe Room eigentlich, ja. Doch. Also vor dem Bossfight. Also ich lasse mal im Inventory aber die Acid Rounds. Oder nehme ich den Crossbow? Nee, ich nehme den Crossbow. Crossbow! Yeah! Schauen wir mal, wie viel wir hier reloaden können. Ah, ich glaube, das passt. Alles klar. Dann ab dafür. Obwohl, nee, Moment. Ich kann mir gar nichts überlegen. Wir haben vorher einen Safe Room, das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, die ganzen Stones schon mitzunehmen. Das heißt, dann natürlich, je mehr freien Space wir haben, desto besser. Kommt zu gar nichts hier. So. Obwohl eigentlich, nee, kleiner Schatz. So. Ab dafür und hoch mit ihm. Oh, lick it. Gut, dann nehmen wir halt doch den... Oh, fuck. Nehmen wir halt doch den verdammten Grenade Launcher mit. Ah, lecker. Ich überlege gerade. Ich glaube, umgehen können wir den... Oder? Nee, ich glaube, die können wir nicht umgehen. Ich glaube, wir müssen da an denen vorbei. Minimum zwei müssten da dann eigentlich sein. Ich glaube, drei oder vier sind generell auf der Etage da. Aber wenn wir den Weg über die Leiter gehen, sind, glaube ich, müssen wir Minimum zwei, glaube ich, legen. Gefährliches Halbwissen und Gossip wieder hier. Pah. So. Ja. Ja, das sieht gut aus. Warum sind beide Crossbows eigentlich geladen? Was soll denn der Mist? Naja. Whoop. Aber generell glaube ich, wenn wir richtig treffen, dann... Weil ich glaube, vorhin hatte der Kollege noch einen Invincible Frame, deswegen hat er drei Schüsse ausgehalten. Ich glaube, wenn wir das richtig timen, können Licker maximal nur zwei Schüsse mit dem Grenade Launcher aushalten. Dann müssten die eigentlich schon down sein nach dem zweiten. Vor allem, wenn man trifft. So. Natürlich hast du mich auf Caution gehauen, du Ich. Und doch nur einen Licker. Dann hätte man sogar umgehen können. Ne. Na, ich warte mal noch. Moment. Bevor wir hier irgendwas Blödes machen, würde ich sagen, safen wir am besten mal. Ups. Wir haben jetzt 12 Ink Ribbons. Wir hätten, glaube ich, sogar 14 oder 16 haben können mittlerweile, aber allzu viel safen will ich sowieso nicht. Und wenn wir übrigens hier Claire A durchhaben, dann haben wir auch Lian B natürlich unlocked. Genauso wie wir gerade gesehen haben, als wir Lian A durch hatten, haben wir ja damit Claire B eben unlocked.
Und generell muss ich sagen. Lecker? Nee. Generell muss ich sagen, finde ich auch die B-Szenarien ein wenig schwerer als die A-Szenarien. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg gerade? Nee, ne? Nee. Ach Gott, ja, bin natürlich den falschen Weg gelaufen gerade. Ja. Alles in Buddha auf dem Kutter hier. Kein Problem. Wir müssen nämlich genau in die andere Richtung. Da haben wir natürlich die Library. Ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es eigentlich hier auf der rechten Seite war, aber... SO kann man sich täuschen. Natürlich hier drüben. Auf der Seite der Mauer. Ich wollte gerade sagen, wehe, dem ist nicht so. Genau, jetzt haben wir nämlich hier das mit den Zombies. Und im B-Szenario sehen wir übrigens auch, was passiert, wenn man eben die Cord nicht an dem Ort einsetzt, an dem ich sie zum Beispiel jetzt eingesetzt habe. Kleiner Spoiler-Alert! Da ist es nämlich vollkommen egal, wo es einsetzt, weil die kommen so oder so durch. Ha! Ich wusste es. Lecker! Aufpassen. Ich höre der Tapsen. Ach, Moment, ich... nee, ich hab die Crank. Na, Moment. Wir könnten auch versuchen, hier vorbeizukommen, weil an dem Kollegen müssen wir nicht nochmal vorbei, aber... Bevor ich hier noch down gehe... Ja. Ich habe einen Hit von dem Licker, können wir noch aushalten. Deswegen werde ich mal noch nicht heilen. Mann, so viele Licker, ey. Irgendwas stimmt da nicht im Claire A-Szenario. Squee. Okay, wird direkt abgelegt. Perfekt. So. Und hier oben haben wir natürlich das Cogwheel können wir hier einsetzen. Sollten wir auch, wenn man hier Fortschritt machen will. Looks like a switch where you push it. Ja, Sejon. Yep. Ebenfalls wie ein Uhrwerk. Und da haben wir auch das letzte Piece, das wir eben noch brauchen. Bluestone. Und stimmt, wir können natürlich hier nicht runterrutschen wie in Lien, wie im Lien-Szenario, denn da müssen wir gar nicht runter. Denn die Stone-Dinger, die muss man ja in diesem Büro von Chief Irons einsetzen. Ganz vergessen. Da muss ich gerade nochmal hier meine Karte im Kopf konsultieren. Wo das Büro nochmal genau war. Könnte sein, dass da hinten noch irgendwas ist, übrigens an Ammo, aber sei es drum. Und wir müssen an dem Licker anscheinend auch nochmal vorbei, also vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung, den direkt zu legen, bevor uns irgendwie zweimal Schaden macht oder vielleicht sogar killt. Und damit meine ich übrigens nicht das, was die Schotten normalerweise immer tragen. So. Moment. Ja. Ich krieg grad nochmal im Kopf den Weg durch. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, doch. Ja. Ja. Das müsste korrekt sein. Ja doch, war ein Safe Room. Ja genau, da war ein Safe Room vorher und dann der Raum mit dem Helikopter, ja. Ja. Und vorher nochmal ein Safe Room, natürlich wie angesprochen. Da können wir dann die ganzen Stone-Dinger und so weiter noch mitnehmen. Und wie wir alle wissen, durch Cypress Hill, Stone is the way of the walk.
So, ich habe ja, ja Flame Rounds habe ich dabei. Dann nehme ich noch Acid Rounds natürlich mit. Das ist natürlich selbstverfreilich. Dann brauchen wir die ganzen Stones. Okay. Kombinieren die beiden und wir können auf jeden Fall noch das hier ablegen eigentlich. Allzu viele Health-Items sollten wir eigentlich nicht brauchen, ansonsten wären wir halt zu schlecht. Obwohl, wir sind gerade auf Caution und haben nochmal von dem Licker eins eingeschenkt bekommen, deswegen ist es vielleicht gar nicht so die falsche Wahl. Nochmal zur Sicherheit eins mitzunehmen, mein Gott.